Hallo Jeske, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute habe ich keine Bewegungseinheit für dich, sondern eine Atemtechnik. Eine Atemtechnik, die dich, ja, ich möchte fast sagen, in Sekundenschnelle aus dem Alltagskarussell rausholt, dich zur Ruhe bringt und vor allen Dingen eine Quelle, aus der du Kraft schöpfen kannst, damit du danach wieder in deinen Alltag gehen kannst. Bevor wir aber loslegen, es ist mir wichtig, dass du weißt, das ist eine Soforttechnik, ein SOS-Tipp. Wie oft sind wir in unserem Alltag wirklich, ich würde sagen, überfordert? Ja? Wie oft hast du so dieses Gefühl, oh, am liebsten will ich mir jetzt in ein Loch verkriechen oder ins Bett gehen, mir die Decke über den Kopf ziehen? Das gibt's doch gar nicht. Sind wir doch mal ehrlich. Dieses Gefühl erwischt uns immer mal wieder oder immer öfter. Und was wir dann tun, ist, dass wir meistens in der Situation drin bleiben oder uns eben darüber aufregen, dass es so ist. Das ist ganz normal und das ist total verständlich und glaub mir, ich bin die Erste, die das versteht. Wenn wir aber weitermachen, wenn wir quasi in diesem Hamsterrad drin bleiben und oh, ich muss das jetzt noch fertig machen und wenn ich es nicht mache, macht es ja keiner und wenn ich es heute nicht mache, muss ich es morgen machen. Ja, solange wir da drin bleiben, ziehen wir uns immer mehr Energie und mehr Kraft ab. Wenn du aber nur ganz kleine Kraftquellen einbaust, wie zum Beispiel diese Atemtechnik, dann holst du dich wenigstens für eine Minute aus diesem Karussell raus. Ja, natürlich wird sich erstmal die Gedankenspirale drehen. Natürlich wird es denken, oh, wir sollen das jetzt bringen, eine Minute. Aber je öfter du es praktizierst, desto bewusster bist du dann in dem Moment und desto mehr Kraft schöpfst du aus dem Moment und desto mehr kommst du zur Ruhe. Natürlich gibt es Strategien, mit denen du dieses Gedankenkarussell, ja, ich muss funktionieren, ich muss arbeiten, um anerkannt zu werden, ich muss mich um andere kümmern. Natürlich gibt es Strategien, das aufzulösen, erstmal hinzuschauen, hinzuspüren, aufzulösen. Aber das bringt dir jetzt in dem Moment nichts. Dafür habe ich super Programme, ob es Mission Possible ist oder das 3-Tage-Online-Yoga-Retreat, ja, wo es darum geht, mal wieder bewusst bei dir anzukommen. Wenn du in diesem Hamsterrad feststeckst, brauchst du sofort eine Strategie, wie du rauskommst. Sofort. Und wenn du diese Strategie dann nutzt, je öfter du sie nutzt, desto schneller kommst du zur Ruhe. Wie gesagt, anfangs wirst du merken, oh wow, was will sie denn? Und natürlich wirst du dich dagegen sträuben, es immer wieder zu tun. So sind wir Menschen gestrickt. Aber ich kann dir versprechen, je öfter du diese Atemtechnik nutzt, desto mehr wirst du spüren, wie du in deine Mitte, in deine Kraft kommst. Also mach sie nicht nur morgens und mach dann den ganzen Tag so wie immer, sondern nutze sie wirklich, wenn du merkst, ich könnte gerade alle an die Wand klatschen. Das ist so mein Standardspruch. Ich könnte gerade alle an die Wand klatschen. Okay? So, jetzt gehen wir an die eigentliche Atemtechnik. Setz dich bitte hin, egal ob du jetzt auf die Matte dich setzt, so wie ich, oder auf dein Sofa, auf die Bettkante oder auf einen Stuhl. Wichtig ist nur, dass du mit deinem Oberkörper aufgerichtet bist, ja, dass dein Zwerchfell Platz hat, dass du diese Weite und Länge in deinem Oberkörper spürst. Wichtig ist auch, dass deine Handrücken auf der Matte liegen. Ja, das ist die Ausgangsposition. Nun, die eigentliche Atemtechnik ist einatmen, Luft anhalten, ausatmen, Luft anhalten. Nichts Kompliziertes. Was wir aber noch tun, einfach um dein Bewusstsein wirklich in den Moment zu bringen, ist, wir nutzen noch unsere Fingerchen dabei. Das heißt, du zählst auf 4 und atmest dabei ein,
zählst natürlich gedanklich auf 4 und berührst mit 1 den Zeigefinger, mit 2 den Mittelfinger, mit 3 den Ringfinger und mit 4 den kleinen Finger. Dann hältst du die Luft an und beginnst von vorne. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Ja? Immer der Daumen, der dorthin geht. Und dann beginnst du wieder von vorne mit dem Ausatmen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und du hältst wieder an. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und dann von vorne wieder einatmen. Je langsamer, je tiefer du atmest, desto effektiver. Gerade im Alltag, wenn wir so von einem Ort zum anderen rennen und immer unter Strom stehen, atmen wir flach und oft hören wir hier, also sprich, wir atmen nur mit der Brustkorbatmung auf. Wie soll sich denn bitte dein Zwerchfell ausbreiten? Wie möchtest du denn all deine Zellen mit Sauerstoff und Energie versorgen, wenn du nur bis hierhin atmest? Also wirklich atme tief, zähle langsam gedanklich. Ja? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in ein paar Runden, dass du das auch noch mal siehst und hörst. Mach am besten gleich mit, denn nur vom Zuschauen wird es halt auch nichts. Okay, also aufrecht sitzen, Handrücken auf deine Oberschenkel. Schließe gerne deine Augen, damit du nicht abgelenkt bist von dem Papierstapel, von dem Staubflöckchen in der Ecke oder irgendjemand, der gerade vorbeiläuft. Ja, schließe deine Augen. Lege deine Aufmerksamkeit auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, auf dein Stirnchakra und lass dich mal in diesen Punkt hineinsinken. Du kannst dir da auch ein Bild vorstellen, vielleicht eine Farbe, ein Licht oder einfach nur Dunkelheit. Dann atmest du tief durch die Nase ein und wieder ausatmen durch die Nase. Und dann legen wir los. Einatmen. Daumen-Zeigefinger, Daumen-Mittelfinger, Daumen-Ringfinger, Daumen-Kleiner Finger. Luft anhalten. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Atme aus. Zeige, Mittel, Ring, Klein. Halte die Luft an. Zeige, Mittel, Ring, Klein. Und von vorne einatmen. 3, 4, Luft anhalten, Zeigefinger, Mittel, Ring, Klein, atme aus und nochmal die Luft anhalten und von vorne, halten, aus, halten, noch eine Runde, aus und halten. Und die letzte Runde, ein, halten, aus, halten. Wenn du fertig bist, atme tief in den Bauchraum hinein. Halte die Luft an, entspanne deine Schultern, deine Schulterblätter, halte die Luft an. Wenn du möchtest, aktiviere deinen Beckenboden, zieh den Nabel nach innen und nach oben, aktiviere Mula Bandha. Und atme aus, lass alles los. Jawohl, das war sie, die Atemtechnik, die dich innerhalb von Sekunden aus deinem Alltag herausholt. Schreib mir gerne unter diesem Video, ob
dir diese Atemtechnik geholfen hat, ob du gleich schon beim ersten Mal gemerkt hast, wow, wow, ja, da tut sich was, das fühlt sich richtig gut an. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach es gut, sei ganz bewusst und atme tief. Ciao, ciao. Yes, Kay.